So, willkommen zurück zu Let's Play Spellforce The Order of Dawn. Einsatzbereit. Wir sammeln hier noch ein paar Truppen. Alles klar. Das Goblin-Lager ist nämlich besiegt, aber das war noch nicht alles. Jetzt haben wir auch noch genug Nahrung, um hier das Einheitenlimit wieder aufzuhöhen. Zu erhöhen. Wir können jetzt noch ein paar Truppen bauen, die wir dann direkt hier hinschicken. Bereit und los. Und wir gucken jetzt mal weiter. Mir nach. Was gibt es noch für Gefahren? Außer Goblins. Folgt mir. Oh, ich sehe da schon wieder einen roten Fleck auf der Karte. Ui. Mir nach. Was ist das? Ein Höhlenorg. Stufe 1. Stufe 1, Stufe 1, Stufe 1, Stufe 1. Okay. Ja. Sieht nicht nach einer Gefahr sofort aus. Sofort. Für die Freiheit. Greifen wir doch mal an. Du kümmerst dich um den da hinten. Erwarte Befehl, der Stamm verstärkt die Verteidigung. Los, mein Held. Oh, sogar ein Goblin ist noch dabei. Gib das mal, Befehl. Erwarte Befehle. Jawohl, Marschbefehl. Okay, im Vergleich zum Goblin-Lager war das wirklich nicht schwer. Einsatzbereit. Gebiet sicher. Standhalten, Männer. Sind auf jawohl, alle Schulter. Der da oben muss noch vernichtet werden. Auf mein Kommando. Vorwärts. Kämpft, Männer. Ja, das Gebäude hier. Bereit für den Kampf. Hey, wir kommen Graufurt immer näher. Mit diesem Typ müssen wir wohl sprechen. Sartarius. Vom Orden des Erwachens. Bereit für Augen den Kampf. Offen halten. Marschbefehl. Hier. Ja. Folgt mir. Und auch dieses Lager ist Geschichte. Erwarte Befehl. Unsere restlichen Krieger. Alles klar. Ja, es ist immer besser, mehr zu haben, als dann am Ende zu merken, dass man in der Unterzahl ist. Einsatzbereit. Gebiet sicher. Hier. Erwarte Befehle. Lauf Gebiet schon schneller. Sicher, ach, übrigens, ein kleiner Trick. Erwarte falls ihr Befehle wollt, dass Einheiten sterben, halten. Anwählen und K drücken. Tot. Keine Ahnung, auf wozu man das braucht, fort. Aber habe ich irgendwann mir mal herausgefunden. Und ich habe dabei übrigens aus Versehen meine ganze Armee gekillt, aber vorwärts. Nicht so schlimm. Ich habe trotzdem noch gewonnen. Vorwärts. Schnell. Ui, eine Zwischensequenz. Was ist hier los? Sie brennen alles nieder. Wo sind die Wachen? Oh oh. Helfen uns bei der Verteidigung schnell, oder wir sind verloren. Alles klar. Und los. Dann wollen wir dir mal helfen. Bauer Lemuel. Folgt mir. Oh nein, die armen Bauern. Oh nein. Mir nach. Beeilt euch. Erwarte euer Kommando. Sie haben einige Heiler dabei. Sind auf Feinde geschossen. Okay, viel Schuss. Und jetzt? Wow. Sie schlagen zu. Wir haben den Heiler eben mit 15 Schaden eliminiert. Mit einem Schuss. Jawohl, schlecht. Alles klar. Befehl verstanden. Tada. Und gewonnen. Sie haben Erfahrungspunkte erhalten. Ja, das sieht man. Wir sind fast Stufe 3. Was sagt unser Questlog? Folgt dem Weg weiter nach Graufurt. Wir sind also... Im Grunde sind wir da. Lauf nicht weg, Bauer Lemuel. Hey! Zurück! Ich will mit dir reden. Hallo! Danke. Ohne euch hätte es finster für uns ausgesehen. Ich weiß, ich weiß. Die Wachleute können was erleben, diese Saufköpfe. Nehmt dies als Entlohnung. Und bitte entschuldigt die anderen. Die Leute haben etwas Angst vor euch. Ihr seid ein Runenkrieger, nicht wahr? Genau. Auf dem Weg nach Graufurt. Oh, bis Graufurt ist es nicht mehr weit. Folgt einfach dem Weg den Berg hinauf. Gute Reise. Danke.
Sie haben einen Gegenstand erhalten. Rubinring der Magie. Haben wir den nicht schon? Dann haben wir ihn jetzt zweimal. Und nee, dieser Wappenrock ist nicht besser als unser. Viel Wald. Einsatzbereit. Gebiet sichern. Bereit, bin unterwegs. Erwarte Befehle. Unsere Armee brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt, aber ich nehme sie trotzdem mal mit. Hier oben sind noch ein paar Orks. Und ein Schatz. Aber die Orks sollte ich alleine schaffen. Zielschuss ist leider noch nicht bereit, aber doch jetzt. Man kann übrigens den Charakter auch mit WASD lenken, nur leider kann man da nicht mehr anständig angreifen. Die Linien müssen halten. Wir werden angegriffen. Wenn du jetzt noch anständig treffen würdest, Vorsicht, Gegner, dann wäre ich zufrieden. Haha, wir sind schneller. Am Anfang haben wir so ein bisschen die Arschkarte gezogen. Standhalten, Männer. Denn als Fernkämpfer, wenn man dann auf sich allein gestellt ist und die Gegner zu nahe dran kommen, dann ist schlecht. Tombard. Auch noch später wichtig für eine Nebenquest. Dieses Spiel ist voll mit Nebenquests. Wirklich voll. Man kann stundenlang damit verbringen, nur Nebenquests zu erfüllen. Und einige sind so verstrickt ineinander und nicht ganz klar, dass man lange braucht, um sie zu lösen. Es gibt sehr lange Nebenquestreihen und das ist ein Hinterhalt. Sehr schön in das Spiel eingebaut worden. Auch, dass man nochmal einen Grund hat, in die früheren Inseln zurückzukehren. Vorsicht, Gegner! Einfacher Mana-Ring. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach einem Eiszauber der Stufe 1. Einsatzbereit, Gebiet sichern. Bin unterwegs. Aber wir werden jetzt den Berg hochgehen und dann sind wir auch schon in Graufurt. Einer sehr großen Stadt. Mit vielen NPCs, die später viele, viele Nebenquests vergeben. Aber momentan geht es da mehr um die Hauptquest, nämlich mit Sartarius sprechen. Und ihm erzählen. Oh, was ist das? Ah. Das lag wohl irgendwie mit X-Fire zusammen. Seltsam. Ihr Questbuch wurde aktualisiert. Wir sind in Graufurt. Schaut euch an, wie groß diese Stadt ist. Sie ist gigantisch. Sie erstreckt sich über die ganze Karte hier. Sogar einen Friedhof haben sie. Sogar das. Okay, betreten wir die Stadt. Hallo Wulfgar, schwere Infanterie. Hallo Wulfgar, schwere Infanterie. Hallo Wulfgar, Streife. Händlerin Soemis Sif. Hallo. Wir haben noch nicht viel Geld. Aber wir können ein paar Dinge verkaufen. Jo. So. In dieser Stadt gibt es so viele Händler. So viele Händler. Was ist hier noch? Oh, ein Portal. Portal in die nördlichen Windwallberge. Hallet Corporal. Ja, sehr interessant.
Aber ich würde sagen, wir belassen es erstmal dabei. Im nächsten Video erkunden wir dann mehr die Stadt. Ich würde sagen, bis dann.